Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Lange, sehr, sehr lange hat es gedauert, aber ich habe es endlich geschafft und bin auf Titan gekommen. Ihr seht, ich habe ganz kurz reingeschnuppert in Titan, 4101 Poki und ich bin danach gleich wieder runter. Allein weil ich nicht angegriffen habe, bin ich jetzt schon wieder unten auf Champion Liga. Ich war also nur ganz kurz da oben, aber das hat mir vollkommen gereicht. Und ich erzähle euch jetzt in dem Video, wie ich da hochgekommen bin, wie es da aussah und wie es auch momentan vielleicht auf Champ 1 aussieht und mit was für einer Technik ich da hochgegangen bin. Das Ganze hat angefangen im Dezember, Mitte Dezember ungefähr. Da habe ich das Pushen angefangen. Da war ja gerade noch der One-Gem-Boost für die Kasernen. Da habe ich auch wirklich viel geboostet. Vor allem natürlich die Kasernen. Und was sehr, sehr wichtig ist, ist die Zauberfabrik. Denn eure Zauber, ihr braucht ja insgesamt 9 dann an Plätzen. Die brauchen wirklich sehr, sehr lange. Und die sind wirklich wichtig, dass ihr die auch des Öfteren dann mal boostet. Meistens ist es sogar so, dass ihr von den anderen Truppen nicht wirklich einen Boost braucht, weil ihr sucht sehr, sehr lange oben in Titan. Ich habe teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde gesucht, um einen gescheiten Gegner mit wirklich annehmbaren Pokalen zu finden, den ich dann auch 2 oder zumindest auch 3 Sternen konnte teilweise. Ich habe ehrlich gesagt relativ viele 3 Sterne da oben gemacht, aber dazu kommen wir erstmal später. Also am Anfang ging es los mit Riesen, habe ich mich sogar hochgekämpft, mit Riesen bis auf Champion. Das ging ziemlich gut, muss ich sagen. Auf Champion 3 fing es dann langsam an, mit Riesen etwas schwieriger zu werden. Und dann habe ich oben geschalten auf Lavaloon. Und ich habe jetzt auch die Armee-Komposition gebaut, mit der ich dann hochgepusht habe. Ihr seht's, ein Lavahund in der Clanburg plus einen Speedzauber in der Clanburg. König und Königin, man muss dazu sagen, ich bin am Anfang nur mit König hochgegangen, bis, glaube ich, Champ 2 hat es auch ganz gut funktioniert. Champ 1 bin ich gerade so noch ohne König gekommen, dann wurde es aber echt heftig. Und 3 Wutzauber, ein Giftzauber und 2 Eilzauber noch selber dabei. Den Giftzauber braucht es meistens sogar gar nicht, was sehr, sehr verwunderlich ist, weil viele Leute haben gar nichts in der Clanburg oder haben dann einen Lavahund in der Clanburg. Und wenn ihr da mit Luft ankommt, dann seid ihr natürlich definitiv da im Vorteil. Deshalb habe ich mich auch für Lavaloon entschieden, weil das allgemein eine wirklich sehr, sehr variable Taktik ist. Ihr sucht euch auch einen Gegner aus, der euch passt und ihr seht nachher noch 2 Replays von Angriffen, die ich gemacht habe. Ihr sucht einfach einen passenden Gegner und ihr wisst dann schon, wenn ihr es ungefähr drauf habt, wisst ihr schon, ja, den kann ich 2 Sternen, den kann ich 3 Sternen. Und da kommen dann meistens so Pokalangebote von, ja, 6 Pokis ist Standard, 7 Pokis. Wir werden auch gleich mal reinschauen, wie es hier so auf Champ 1 aussieht. Manchmal auch Rathaus Elver, die dann 15 Pokale geben, aber gegen Rathaus Elver habe ich mich einfach noch nicht getraut. Und auch Rathaus 10er, hier sehen wir schon mal ein Beispiel. Rathaus 11, 19 Pokis, aber wir sind jetzt bei Champ 1 unten, das ist eher die Ausnahme noch. Ich habe auch meistens nur Leute aus Champ 3 gefunden. Hier haben wir einen Rathaus 10er aus Champ 2, der würde sogar gehen. Aber ich habe mich eigentlich die meiste Zeit wirklich nur darauf konzentriert, sichere Sterne zu machen, keine Sterne zu verlieren und wirklich nur auf Rathaus 9er zu gehen, weil da war ich mir sicher, dass ich da auch wirklich 2 oder 3 Sterne holen konnte. Jetzt haben wir mal Vorführeffekt. Ich sehe hier nur noch schöne Leute mit total vielen Pokis. Hier haben wir mal einen mit 8 Pokis. Wenn man noch ein Stückchen, noch sagen wir 100 Pokis weiter hochgeht, so die 4000er Grenze, die war echt kritisch. Von der 4000 auf 4100, das war wirklich so, da habe ich glaube ich am allermeisten, am allerlängsten dafür gebraucht. Die ganzen Leute haben nur noch 6 Pokis gegeben und wenn dann mal ein Rathaus 9er dabei war, der vielleicht 7 oder 8 Pokis gegeben hat, dann habe ich versucht, den zu 3 Sternen, dann sind es nur 2 Sterne geworden, dann sind 4 Pokale rausgekommen und das bringt einen nicht wirklich weiter, weil ihr müsst wirklich 3, wenn nicht sogar 4 Angriffe am Stück machen, damit ihr da wirklich vorwärts kommt. Weil wenn ihr dann wieder eine Verteidigung hinnehmen müsst, bei der ihr vermutlich von einem Rathaus 10er oder Rathaus 11er, von denen wurde ich zumindest meistens angegriffen, wenn ihr von denen dann gedreisternt werdet, dann sind wieder 10, 15 Pokis, im schlimmsten Fall vielleicht sogar 20 Pokis einfach mal weg. Wir schauen jetzt auch mal auf meine momentane Verteidigungsliste.
Ihr seht hier minus 9, minus 8, minus 20, minus 6, minus 21, minus 12. Also wenn ihr jetzt wirklich nur 4 oder 5 Pokis mit einem Angriff macht, dann habt ihr in 3 Angriffen 15 Pokis und dann verliert ihr wieder mindestens ungefähr gleich viel, vielleicht ein bisschen weniger, wenn ihr Glück habt. Und dann sitzt ihr wirklich, wirklich lange dran. Also ich habe dann in etwa, sagen wir mal, 10... 15 Pokis am Tag gemacht, indem ich wirklich in der Früh aufgestanden bin, in der Früh 3 Angriffe gemacht, da hatte ich noch meinen Schild, dann nutzt man praktisch den Schild noch aus, verpulvert den Schild mit 2 Angriffen und dann hat man ja noch eine Stunde hier oben Schutz und am Ende vom Schutz greift man dann wieder an und hat man praktisch 3 Angriffe in der Früh gemacht, nimmt dann einen Angriff auf sich, da hätte ich auch dazu gesagt, immer einen Lava-Hund in die Clanburg, weil die meisten Leute, entgegen dem, was ich gemacht habe, haben wirklich mit Bodentruppen angegriffen und da war der Lava-Hund, wie ich ja in einem anderen Video schon mal gesagt habe, echt von Vorteil. Ja, die Verteidigung dann genommen und dann abgewartet über den Tag hinweg, konnte ich nicht so viel selber zocken. Also ich habe das Ganze eher auf Vormittag und auf abends dann verlegt und abends dann wirklich noch den Schild wieder benutzt, der ja jetzt wirklich echt cool, also das hat wirklich diese neue Regelung, dass man praktisch vom Schild nur Zeit abgezogen bekommt, das kommt einem Pusher wirklich sehr, sehr entgegen. Und das hat mir wirklich äußerst geholfen, weil so muss man wirklich keine 4 Stunden mehr am Stück online bleiben, sondern man kann wirklich einfach ruhig und entspannt seinen Angriff machen. Sagen wir mal, wir haben 10 Stunden Schild, erster Angriff, 3 Stunden weg, sind wir noch bei 7. Dann bis die Truppen wieder gebaut haben, bis man selber gesucht hat. Nach dem zweiten Angriff ist vielleicht noch eine Stunde oder sowas da. Dann macht man den Angriff und dann hat man noch seinen Schutz. Und dann kriegt man am Ende noch einen 4. Angriff raus. Und dann könnte man theoretisch, wenn man denn wollte, noch eine Stunde online bleiben. Aber mir hat es dann meistens gereicht. Und nach den 4 Angriffen habe ich dann, wie gesagt, ungefähr 10, 15 Pokale gut gemacht. Und so hat sich das dann Tag für Tag hingezogen von Champion 3 über Champion 2 über Champion 1 und dann in Richtung Titan, wo es dann wirklich heftig wurde. Da habe ich dann wirklich relativ lang gesucht und man hat sich ganz besonders gefreut, wenn man dann natürlich jemanden gefunden hat, der einem 15, 20 Pokis gebracht hat, aber das kommt sehr, sehr, sehr selten da oben vor. Und wenn dann mal, dann freut man sich natürlich umso mehr und wenn man den dann auch noch 3 Sternen kann, super. Das ist ein richtig krasses Glücksgefühl dann, wenn man irgendwann Titan dann erreicht. Es hat mich insgesamt einen Monat lang gebraucht. Ich habe, ja sagen wir so, 20., 25. rum, Januar bin ich ungefähr auf Titan dann gelandet. Und da war ich dann froh, dass es endgültig vorbei war, weil die letzten 100 Pokis waren einfach nur noch sehr, sehr anstrengend. Geht es noch weiter? Ja, ich glaube schon. Titan 2 wäre definitiv noch drin. Bessere Helden wären, glaube ich, da schon von Vorteil. Ihr seht hier, meine Bogenschützenkönigin ist Level 16. Mein König ist erst Level 15. Wenn die jetzt Level 13, wenn die jetzt Level 30 wären, dann würde es, glaube ich, noch weitergehen. Und es geht auch, wenn ich wirklich mehr Zeit rein investieren wollte, würde es wirklich bis auf Titan 2 gehen. Danach weiß ich nicht mehr so richtig, aber Titan 3 hat mir jetzt erstmal vorerst gereicht. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitergehen mit König und mit Königin, die noch ein bisschen pushen und dann schauen wir mal. Vielleicht nehme ich nochmal einen Anlauf und schaue, ob ich noch ein bisschen weiterkomme. Aber wir schauen uns jetzt erstmal noch 2 Angriffe an, die aus Champion 1 und aus der Titanliga sind und vergleichen die mal miteinander. Springen wir doch gleich mal in den allerersten Angriff. Ihr seht, es war auf Champ 1 und hier fange ich erstmal an. Zuerst kommen die Lava-Hunde rein und dann die Loons relativ platziert hinterher. Das ist sehr, sehr wichtig. Immer so in Zweierpärchen, Zweiergrüppchen auf die außenstehenden Verteidigungen, damit die dann schön in die Mitte reinfliegen. Lava-Hunde vorne weg tanken und die Loons hinterher. Dann zwei außen zwei Wut und in die Mitte dann immer noch einer. Ihr seht, der letzte Wut greift gerade so noch auf die Loons in der Mitte, die in der Mitte noch ein paar Verteidigungen da wegräumen und von außen kommen noch meinen übrig gebliebenen Eilzauber, die hier aber relativ wirkungslos verpuffen, weil es sehr, sehr schwierig ist, gegen Rathaus-Szene ohne Frostzauber anzukämpfen. Ich bin primär wirklich nur auf Rathaus 9er gegangen, deshalb hatte ich nie einen Frostzauber dabei.
wenn ihr wirklich nicht eine halbe, eine Dreiviertelstunde lang suchen wollt und euch traut und selber auch wirklich relativ gute König und Königin habt, dann könnt ihr natürlich auch auf Rathaus Szene gehen. Dann würde ich euch aber empfehlen, nehmt definitiv einen Frostzauber mit, vor allem gegen Multi-Infernos ist es wichtig, denn wenn ein Strahl von einem Multi-Inferno einen Lavahund ins Visier nimmt, bleiben immer noch vier weitere Strähle übrig, die sich dann gegen Loons richten und die sind sehr, sehr schnell down und ihr habt insgesamt von den Loons vielleicht nur maximal 20 Stück. Deshalb sind die sehr, sehr wertvoll und darauf müsst ihr natürlich dann ganz besonders Acht geben. Insgesamt sind es dann in etwa drei Lavahunde selber plus ein Lavahund aus der Clanburg, 20 Loons ungefähr und dann nochmal 10 Lakaien dazu. Hier sehen wir gerade, ich versuche jetzt noch ein paar Prozente hier zu ergattern. Ich bin bei 41%. Es ist wirklich schwierig dann. Eine Chance auf das Rathaus habe ich nicht mehr. Ihr seht, ich bin hier nur mit dem König auf Champion 1, was wirklich, wirklich schwierig ist. Da kann ich froh sein, dass ich dann gegen diesen Rathaus-10er hier noch wirklich bestehen kann. Der König greift die gerade noch den Magierturm an und zu meinem Pech zieht es auch noch die Clanburg raus. Es sind glücklicherweise nur ein paar Riesen, die auch wirklich schnell hier von meinem Magier noch erledigt werden. Und ich habe auch immer Minions dabei, 10 Stück sogar an der Zahl, denn die sind immer fürs Aufräumen zuständig. Und die kommen hier links noch, um noch die Bauhütten zu zerstören. Und das sind dann auch die letzten Prozent, die ich hier in diesem Angriff noch hole und die mir auch den einen Stern dann noch bescheren. Die 10 Minions, die 10 Lakaien, sind wirklich, wirklich hilfreich. Die kommen nämlich immer am Ende noch, um wirklich die restlichen Gebäude außen noch aufräumen zu können. Und ohne die, glaube ich, wäre es deutlich, deutlich schwerer. Also ich verzichte da lieber auf ein, zwei Loons und nehme lieber noch ein paar Lakaien mit. 4 Pokale habe ich hier geholt, für einen Stern ganz okay. Könnte natürlich besser sein, aber die meisten Angriffe hier oben sind so gelaufen. Dann springen wir doch gleich mal weiter in den zweiten Angriff. Ihr seht, hier hinten setze ich zuerst mal die Loons, weil die Luftabwehren wirklich sehr, sehr weit weg sind. Das heißt, ich gebe den Ballons erstmal ein bisschen Zeit, um hier reinzufliegen und setze dann die Lavahunde genau perfekt, dass die Luftabwehren anfangen, erst auf die Lavahunde zu schießen. Und die Loons sind dann praktisch schon näher dran und können die Verteidigung schneller ausschalten. Die zwei Wutzauber kommen hier perfekt jeweils vor die Luftabwehren, damit auch wirklich alle Loons hier getroffen werden und einer dann noch in die Mitte. Und die Altzauber bleiben dann praktisch noch übrig, um die Loons dann je nachdem, wo es gerade gebraucht wird, zu beschleunigen. Einen habe ich hier leider hier unten versemmelt und das kann wirklich, wirklich viel kosten. Denn hätte ich den jetzt noch gehabt, dann wäre vermutlich mein Lavahund noch deutlich, deutlich länger am Leben geblieben. Hier seht ihr es, ganz, ganz viele Lavahündchen und die letzte Luftabwehr, die ist noch stehen geblieben und hier unten stehen auch noch zwei Magiertürme und ein Bogiturm und das ist hier wirklich verheerend, da ich wieder mal nur meinen König dabei habe und keine Königin und jetzt setze ich praktisch an den Außen überall meine kleinen Lakaien, denn die sind jetzt praktisch fürs Aufräumen zuständig. Die Loons sind jetzt alle weg, die Lavahündchen helfen natürlich selber auch noch mit und jetzt bin ich selber in Gedanken, wie kann ich bei dem hier jetzt noch die drei Sterne vielleicht holen, 62%, zwei Sterne, den König hier rechts außen gesetzt, ich dachte eigentlich, er läuft da rum oder sowas, aber er ist so blöd und schlägt erstmal auf die Mauer, dann soll er doch erstmal die Mauer kaputt machen, wir beschleunigen das Ganze und schauen mal, wenn der König dann endgültig reinläuft. Hätte ich jetzt wirklich meine Königin dabei, könnte ich die noch natürlich hinterher schicken. Die würde dann von außen, von der Seite vorbeilaufen und die Verteidigungen und die Gebäude natürlich wegräumen. Und jetzt setze ich noch ein paar Minions hier, um dem König Unterstützung zu geben. Und ich muss ihn hier leider zünden. Der Magierturm schießt hier auch. Hier kommt noch ein Lakai rein, um den Magierturm möglichst schnell zu besiegen. Und mir bleiben jetzt nur noch drei Lakaien übrig. Und ihr seht, oben haben wir noch eine Kanone und einen Bogiturm stehen. Und so wie das aussieht, wird das leider nichts mehr. Die Kanone wird hier noch besiegt, aber der Bogiturm steht da einfach unverrückbar. Unmöglich an diesen Bogiturm noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise hinzukommen. Und das war's dann auch für diesen Angriff. 91% und nur 4 Pokale bekommen. Das war ein 7-Pokale-Angebot. Ihr seht, mit 2 Sternen bekomme ich nicht mal wirklich 2 Drittel. Sehr, sehr schade, aber dafür gibt es ein paar andere Angriffe, die ab und zu dann etwas belohnender sind.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist wirklich, wirklich schwierig und langwierig, da hochzukommen. Auch mit Boosten braucht ihr wohl etwas länger, da Boosten nicht mehr ganz so gut funktioniert, wenn ihr wirklich so lange nach Gegnern sucht. Aber es war auf jeden Fall die Erfahrung wert. Ich habe wirklich viele, viele Rathaus 9er gedreisternt. Auch für den Clankrieg ist es ein sehr, sehr gutes Training. Und wenn ihr wirklich mal Zeit und auch die Motivation dazu habt, und die Motivation wirklich findet, da hochzugehen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und macht wirklich, wirklich viel Spaß. Vielleicht macht ihr das Ganze auch mit eurem ganzen Clan, dass der ganze Clan einfach mal pusht. Da lernen alle was dazu. Und ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Auch später für die Clankriege ist es auf jeden Fall ein Vorteil für alle von euch. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr seid jetzt vielleicht auch ein bisschen so motiviert, dass ihr auch mal Spaß daran habt, eure Pokis zu pushen. Und es muss ja nicht gleich Titan sein, aber ihr könnt auch gerne auch gleich auf Titan 2, wenn ihr wollt. Aber dass ihr vielleicht einfach ein bisschen hochgeht und da auch mal Spaß habt. Der Bonus ist übrigens auch ganz, ganz ordentlich. Also man kann da auch ein bisschen farmen, ne? Also dann, ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos hier auf Mazes Clash Channel.